stelle mir dann immer oft vor, so ganz aufs Land rauszuziehen. Ja. Weg, aufs Land raus, weg von diesen ganzen großstädtischen Schnöseln und Selbstdarstellern. Nee, wenn ich meine Ruhe suche und nach meinen inneren Antworten suche, dann fahre ich immer gerne hinaus in diese offene Weite, wo alles noch so ursprünglich ist, wo der Dialekt noch ganz ungehindert lebt, weil sich sämtliche Deutschlehrer längst erschossen haben. Ja, und dann fahre ich von Nürnberg aus so weiter und weiter und weiter. Und dann bin ich plötzlich in der Oberpfalz. Und dann komme ich zu einem dieser authentischen Wirtshäuser. Ja, so eines mit eigener Metzgerei. Die Metzgern auf dem Land ja noch ganz anders als in der Stadt. Die haben noch eine Beziehung zu den Tieren. Für die ist es kein Objekt, für die ist es eine Ware. Ja, denen geht es nicht um Profit, denen geht es nur um den Gewinn. Ganz, ganz archaisch, ursprünglich halt. Ja, das ist anders als in der Stadt, wo jeder nur schaut, wie er besser dasteht als der andere. Nein, wenn da der Großbauer aus der Nachbarschaft mit einem nagelneuen Turbotrecker daherkommt, dann sagen die, ja, schade, das blöde Arschloch mit seinem scheiß Turbobuldogo. Ja, aber die sagen das ohne Neid. Ja, das ist. Das ist der Unterschied, weil es da noch Solidarität gibt untereinander. Wenn da einem Kollegen die Melkmaschine verreckt, dann sind die einfach da. Dann gehen die zu dem hin und sagen: Ja, leck's mir am Arsch, deine Melkmaschine. Verreck die einfach so. Nach 40 Jahren. Naja, Glück im Unglück, weil es hätte ja auch die Mai sein können. Jedenfalls, ich kam da zu diesem Wirtshaus mit der Metzgerei und da stand gerade ein Leichenwagen und die Polizei vor der Tür. Und ich denke mir erst, war gerade wieder Unterrichtsschluss in der Dorfschule. Wahrscheinlich Deutsch in der 6. Stunde. Wahrscheinlich hat ein Schüler den Lehrer gefragt, wo die haut im Stauder, muss ihm da den ihre Kräuter noch? Auf die Frage hin ging der Lehrer weinend aus dem Klassenzimmer und dann fiel der Schuss. Nein, aber es war dann doch anders, weil sie haben einen Mann herausgetragen, aber nicht in einem Sarg, sondern in Folie, luftdicht verschweißt. Und der Polizist sagte mir, das ist der Schwiegersohn vom Haus, der Erich. Der hat sich in der Räucherkammer inmitten seiner feinsten Schinken und Wurstwaren erhängt. Nackt. Mit Räuchersalz und Wacholder eingerieben und säuberlich mit einem Prüfstempel versehen, hat man ihn gefunden. Um den Knöchel geknotet war sein Abschiedsbrief. Darauf stand, Hausmacher Art, bitte aus Qualitätsgründen erst nach 4 Wochen abhängen. Ja, und das finde ich auf dem Land dann auch so authentisch. Ja, wenn man sein Leben und den Tod so miteinander verknüpft, das hat was total Rundes, Stimmiges. Ich denke mir, die werden sicher die Beerdigung mit einer Verköstigung verbinden. Mit echtem Bauernbrot und frischer Bauernbutter. Und zu den Enkeln sagen, da schau, der Erich, von dem kannst du Scheiben abschneiden.